Ihr hört ins Live-Plan B. Anna und Roman, beide aus Köln, die sehen sich als moderne Archäologen. Die sind beide Anfang 30 und fast jedes Wochenende unterwegs, also in verlassenen Schulen zum Beispiel, in Villen oder auch in Vergnügungsparks. Überall da, wo früher richtig viel los war und wo heute alles zerfällt. Da finden Roman und Anna Motive für ihre Bilder. Mittlerweile gibt es sogar eine ganze Community, die mit den Kameras solche Bilder macht und die dann im Netz oder sogar auf Ausstellungen präsentiert. Und wo sich diese sogenannten Lost Places befinden, verraten sie nie. Das ist ein Ehrenkodex. Ein Live-Plan-B-Reporterin Marta Wilczynski war mit den beiden einen Tag lang auf Schatzsuche unterwegs. Der Keller von Roman und Anna sieht aus wie eine kleine Kommandozentrale. Also die beiden sitzen vor zwei großen Bildschirmen voller Karten, Bildern von alten Gebäuden und ganz vielen Koordinaten. Es ist halt sehr viel Recherche und manchmal wissen wir nur ein Land, wo es ist. Im besten Fall eine Stadt oder eine Gemeinde. Da müssen wir immer weiter ins Detail gehen. Irgendwann haben wir es dann halt genau gefunden und dann setzen wir einen Pin drauf. Das Navi führt uns nach Belgien. Wohin genau, darf ich nicht sagen. Das ist ja alles top secret. Jedenfalls sind wir gerade mitten in der Stadt und hier soll sie sein, die verlassene Villa. Jetzt sind wir nur wenige Schritte von unserem Parkplatz gegangen und stehen jetzt hier plötzlich vor einem riesengroßen Eisentor. Das ist mit einer dicken Kette verschlossen und wir müssen jetzt Igor anrufen. Was genau Igor macht, wissen wir nicht. Wir wissen nur, er hat den Schlüssel und kann uns hier reinlassen. Okay, see you. Also kaum sind wir jetzt durch das Tor gekommen, haben wir schon die Stadt hinter uns gelassen und vor uns baut sich diese riesige Villa auf. Und wir gehen jetzt durch den Vorgarten, ja, sofern man das hier Vorgarten nennen kann. Es ist wirklich schon ein kleiner Park. Ja, die Spannung steigt, was uns jetzt hier hinten erwarten wird. Wir stehen jetzt hier gerade in einer imposanten Eingangshalle mit bunten Fenstern und überall stehen noch Sofas und liegen Teppiche. Also die Villa, die ist zwar verlassen, aber kein bisschen verfallen. Roman ist jetzt schon direkt los und hat die Kamera ausgepackt und mit Anna laufe ich jetzt noch durch die Säle. Wir sind jetzt gerade im Speisesaal. Das ist irgendwie schon krass, wenn man das hier alles so sieht, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, hier steht ein Tisch für 8 Personen, wo eigentlich jeden Augenblick jemand kommen könnte, sich hinsetzen könnte und irgendwie zu Abend essen könnte. Aber es kommt halt keiner mehr. Es ist natürlich, als würde man irgendwie in eine Parallelwelt eintauchen. Das heißt, man macht eine Tür auf, man ist von draußen in eine ganz andere Zeit, in eine ganz andere Epoche reingeraten. Hier steht so eine schwarze Schneiderpuppe direkt vor einer Wand, wo in großen Fetzen die Farbe runterblättert. Und daneben ist eine Schminkkommode, auf der ein Döschen steht mit einem Gebiss drin. Irgendwie ist das echt skurril. Roman sagte es schon, es ist eine Parallelwelt und kann man wirklich nur bestätigen, wenn man hier drin ist. Ihr müsst euch unbedingt mal anschauen, es sieht wirklich total abgefahren aus. Also wir haben diese, wie Sie sagen, Parallelwelt bei uns auf die Facebook-Seite gepackt. Also wenn ihr da unterwegs seid, dann schaut auf die 1 Live Plan B-Seite und dann seid ihr wirklich in einem Haus. Also für einen Film wäre es absolut perfekt, aber nicht aus diesem Jahrhundert.